So, da sind wir wieder. Ich hatte ja in der letzten Folge, das heißt vor einer halben Minute, jetzt hier während der Aufnahme ist das eine halbe Minute hier, aber ihr seht das jetzt wahrscheinlich einen Tag später. In der letzten Folge hatte ich einen Satz genannt, habe ich mir selber überlegt, ja, viele Leute können ja kein Deutsch mehr richtig. Jeder versteht natürlich, was sie meinen, aber ist eigentlich schade. Und das sind nicht nur junge Leute, sondern Nachrichtensprecher sogar und alles Mögliche. Kommentatoren, die manche Sachen schon richtig... Also ich habe das in der Schule alles anders gelernt. So, jetzt wollen wir mal den Satz nochmal uns anhören. Das Mädchen, das Minecraft spielte, hatte zu wenig Fensterscheiben gehabt, weil sie hatte zu wenig Sand gefarmt gehabt, trotzdem sie eigentlich Zeit gehabt hätte. Das Mädchen, das Minecraft spielte, da ist schon mal ein Kinken. Den könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, weil das nur im Schriftlichen ist. Ne? Das Mädchen, das Minecraft spielte. Das erste, das schreibt man mit einem S und das zweite mit Doppel-S. Na, nein, ist falsch, natürlich nicht. Das zweite schreibt man auch mit einem S. Hatte zu wenig Fensterscheiben gehabt. Was ist da falsch? Es sind zu wenige Fensterscheiben gehabt, nicht zu wenig. Er hat zu viele Scheiben gehabt oder er hat zu viel Wasser gehabt. Er hat zu wenig Wasser gehabt und er hat zu wenige Scheiben gehabt. So ist es eigentlich richtig, aber bei wenig wird das schon sehr, da wird es meistens nur noch wenig gesagt. Hatte zu wenig Fensterscheiben gehabt, weil sie hatte zu wenig Sand gefarmt gehabt. Das ist ein Fehler, der jetzt so häufig im Fernsehen und sonst wo zu sehen ist. Weil sie zu wenig Sand gefarmt gehabt hatte, muss es heißen. Und das gehabt ist auch noch verkehrt. Also, weil sie zu wenig Sand gefarmt hatte, heißt das richtig. Bei weil kommt nämlich das Verb ans Ende des Satzes. Genauso wie bei da. Oder warum zum Beispiel. Warum sie zu wenig Sand gefarmt hat. Weil sie zu wenig Sand gefarmt hatte, da sie zu wenig Sand gefarmt hatte. Denn sie hatte zu wenig Sand gefarmt. Da kommt das, ja, das sind so die kleinen Tricks und Kniffe der deutschen Sprache. Und dann der letzte Satzteil noch, trotzdem sie eigentlich Zeit gehabt hätte. Das heißt natürlich, obwohl sie eigentlich Zeit gehabt hätte. Also der richtige Satz lautet, nicht etwa das Mädchen, das Minecraft spielte, hatte zu wenig Fensterscheiben gehabt, weil sie hatte zu wenig Sand gefarmt gehabt, trotzdem sie eigentlich Zeit gehabt hätte, sondern der Satz muss heißen, das Mädchen, das Minecraft spielte, hatte zu wenige Fensterscheiben gehabt, weil sie zu wenig Sand gefarmt hatte, obwohl sie eigentlich Zeit gehabt hätte. Ah ja. Das war jetzt mal ein Zwischenexkurs, Entschuldigung. Wir wollen ja Minecraft spielen. Aber dieses mit dem weil, das kann mich also fürchterlich aufregen. Nicht, wenn Leute das sagen, die das nicht besser wissen können. Ja? Wenn es hier ein ausländischer Mitbürger sowas sagt oder ein Schüler, der noch nicht fertig gelernt hat oder zu faul ist oder was auch immer, aber da sage ich ja gar nichts. Oder wenn das im in irgendeinem Forum steht oder in so einem Kommentar unter meinem Video, was auch immer. Okay, aber wenn das die Journalisten im Fernsehen sagen, gerade mit dem weil, da macht man dann noch so verschämt ein Komma dahin. Ja, wie ist denn das eigentlich? Warum ist das eigentlich so? Weil das wird jetzt immer so gesagt. Na, da wird jetzt noch so ein Absatz gemacht. Aber es muss ja natürlich heißen, weil das jetzt immer so gesagt wird. Hat man das aus dem Englischen vielleicht? Because I had a hammer.
Weil ich hatte einen Hammer. Also irgendwie kommt mir das so vor, als haben sie das aus dem Englischen geholt hatten. Weil ich hatte eingekauft. Because I had bought some bread. Weil ich hatte eingekauft etwas Brot. Nein, das ist dann, wäre dann das Englische. Nein, weil ich hätte etwas Brot eingekauft. Das ist also noch nicht einmal richtig verkehrt, sondern nur halb verkehrt. Weil ich etwas Brot eingekauft hätte. Übrigens Brot. Ich glaube, ich muss mal was essen. Ich aß, weil ich Hunger hatte. Oder falschdeutsch. Ich aß, weil ich hatte Hunger. Das ist natürlich nicht richtig. I ate because I was hungry. Wobei das mit den englischen Zeiten hier, because I was hungry, ist ja wahrscheinlich falsch. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit der englischen Zeitformen, aber ich sagte ja schon, ich sehe das ja einem Deutschen, einem Ausländer auch nach, wenn er Deutsch nicht richtig reden kann, Herrgott. Es gibt ja Leute, die können halt, die sind schon als Kinder, konnten schon als Kinder schlecht lernen in der Schule. Warum soll sie dann zum Beispiel als Erwachsene, wenn sie dann ins fremde Land gehen? Ja. Ich habe auch in der Schule habe ich Französisch gelernt, länger als Englisch, aber vom Französischen habe ich das allermeiste schon fast wieder vergessen. Gut, ich könnte was zu essen einkaufen. Aber Französisch ist eine saumäßig schwierige Sprache. Vor allen Dingen, was jetzt Zeitform angeht. Englisch ist eigentlich sehr einfach. Abgesehen mal von der Rechtschreibung. Aber der Rest ist eigentlich relativ einfach. Und deswegen ist es vielleicht auch zu so einer Art Weltsprache geworden. Mag natürlich auch daran liegen, dass in den USA Englisch gesprochen wird und in England und dass das halt am Anfang des 20. Jahrhunderts dann doch irgendwie die bestimmenden Mächte waren. Die Engländer hatten ein großes Kolonialreich, die Franzosen natürlich auch. Aber dann kamen die Amis und haben Kriege mehr oder weniger gewonnen, weil die haben ja die anderen unterstützt. Wo renne ich denn jetzt eigentlich hin? Völlig in eine falsche Richtung. Wie viel haben wir denn schon? Reicht das? Ah, ich mache ja dann Bretter noch da draus. Also, was ich vorhabe, reicht. Die Engländer, da sind ja auch die englische Sprache. Nicht die Engländer, da kann man ja nun nicht verallgemeinern, die Engländer, die Deutschen, dass sie jetzt unhöflicher sind. Aber die englische Sprache ist viel höflicher als die deutsche. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Ein Apfel. Da ist noch einer. Und noch einer. Na, ihr mögt keine Äpfel, ihr Schweine. Was? Also bei mir zu Hause, wo ich herkomme, da fressen die Schweine Äpfel. Ich natürlich auch. Obwohl ich kein Schwein bin. Übrigens, was für Äpfel? Welche Sorte Äpfel mögt ihr eigentlich gerne? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen gegen Äpfel allergisch. Nicht gegen alle, sondern nur gegen einige Sorten und esse die normalerweise, wenn sie gekocht sind oder gebraten, Bratäpfel oder Apfelmus oder weiß der Geier oder im Kuchen drin, dann, ob der Geier das weiß, weiß ich nicht, dann sind, kann ich sie also vertragen, kein Problem. So, haben wir Setzlinge, haben wir auch schon wieder genug.
dann kann ich sie vertragen, das ist kein Problem. Aber so rohe, das kann sein, dass ich da so ein bisschen Kribbeln im Hals kriege, dass das da juckt und es ist halt ein bisschen blöd, weil man sich da schlecht kratzen kann. Sind die jetzt alle gewachsen da oder sind das nicht unsere gepflanzten? Ne, die sind glaube ich mehr hier, ne? Mein Gott, habe ich mich hier weit entfernt. Ja, Äpfel, Apfelsorten. Ich bin mal in Trier bei einer Messe gewesen. Da gab es dann so einen Kreis, wer ist das da? So eine Messe halt, ne? So eine Land, war also alles Mögliche drin. Da gab es Baustoffe und Autos und auch Landwirtschaftsprodukte. Landwirtschaftliche Produkte, zum Beispiel Äpfel. Da waren wir am Stand eines Apfelbauern, eines Obstbauern besser gesagt. Und der hat uns Äpfel probieren lassen. Sagte, oh, probieren Sie mal die, probieren Sie mal die, probieren Sie mal die. Gut, schmeckte, manche schmeckten besser als die anderen. Und andere wieder schmeckten dann nicht so doll. Und wieder andere schmeckten ganz toll. Und dann sagte er, und jetzt probieren Sie mal diesen hier. Das war ein ganz unscheinbarer Apfel. Bisschen kleiner als die andere hatte. Ein paar rostige Flecken auf der Schale. Er sagte, den Apfel kann er im Geschäft so nicht anbieten. Diese Sorte. Aber probieren Sie mal. Gut, Sonne, da. Probieren Sie mal. Und dann haben wir probiert. Meine Frau und ich waren übereinstimmend der Meinung, das ist der beste Apfel, den wir bisher überhaupt je gegessen haben. Sagte, sehen Sie, das ist der Champagner unter den Äpfeln. Und wenn ihr mal diesen Apfel irgendwo seht, gibt's häufig bei Obstbauern. Wenn ihr also irgendwie einen Obstbauer in der Nähe habt, fragt mal nach der Sorte Rubinette. Ja, wie der Rubin. Und ist eine Züchtung aus, ich weiß es nicht, müsste mal bei Wikipedia nachgucken. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall der Apfel. Ja, immer noch nicht Nacht. Der Apfel schmeckt fantastisch. Und er schmeckt immer noch fantastisch. Und dann gönnen wir uns mal hier, wenn wir nicht schlafen können, gönnen wir uns mal einen Apfel. Geht das jetzt?